So, herzlich willkommen zu Resident Evil Dead Aim für die PlayStation 2. Ja, wie ich es im Stream gerade schon gesagt habe, ich habe dieses Spiel vor ein paar Stunden erst gekauft und ich bin schon sehr lange auf der Suche nach diesem Game. Ich hatte jetzt nicht wirklich Lust, das auf eBay oder so weiter zu kaufen. Wie ich jetzt gesehen habe, ist aber der Preis nicht schlecht, den ich dafür bezahlt habe. So ein Mittelding auf jeden Fall. Und wenn man jetzt noch den Versand dazu berechnen würde, so, dann wäre ich so auf den gleichen Preis. So, deswegen. Aber ich bin halt schon lang auf der Suche gewesen und heute hat sich es endlich ermöglicht, dass ich mir einen dieser Teile geholt habe. Neben Resident Evil Survivors habe ich jetzt Dead Aim und ich meine, irgendein Code Veronica-Teil war auch noch so. Mit halt Lightgun. Ich spiele dies aber nur mit dem Controller. Ich hoffe, das funktioniert. Weil so eine Lightgun habe ich leider nicht. Ich habe auch gesehen, die ist relativ teuer. Glaube ich jedenfalls. Naja, wir gucken mal, ob wir es so hinkriegen. Ich würde sagen, da ich keine Ahnung habe, wie die Steuerung funktioniert, werde ich hier erstmal auf leicht spielen. Eventuell später anderen Schwierigkeitsgrad auswählen. City, a midwestern town in the United States, was destroyed when a substance known as the T-Virus leaked throughout the town. However, Umbrella, the corporation developing the virus, refused to abort the project. And once again, the threat of biological terror was thrust upon the world. A large amount of T-Virus was stolen 3 days ago. Terrorist group hit an Umbrella lab in France. Yesterday, one of Umbrella's cruisers was hijacked and contaminated with the same virus. Going to your head. What do you plan to do with the T-Virus? I'm afraid that's all the playtime we have for today. You die. Now. Okay. An die Steuerung muss ich mich leider noch ein bisschen gewöhnen.
scheint verschlossen. Okay. Ist komplettes Blind Let's Play. Ich habe keine Ahnung, wie die Story funktioniert, wer er ist. So, deswegen, ich bin da komplett blind. Aber ich habe mich mega gefreut. Also ich freue mich mega, dass ich dieses Spiel endlich spielen kann. Ist so ziemlich das erste Resident Evil, was ich jetzt spiele. Vorher habe ich zum Beispiel noch keins gespielt. Also neben Revelations 1, Resident Evil 6 und 5 habe ich auch gespielt. Wenn man die jetzt noch dazu zählt, ja dann. Aber so als Let's Play habe ich jetzt nur Umbrella Chronicles lediglich ein Part gemacht. Bin leider sehr, sehr schlecht in dem Spiel gewesen. Deswegen, da hatte ich ein Part mal gemacht. Der war aber auch mehr aus Just for Fun. Weil ich das Spiel endlich mal ausprobieren wollte, weil das schon ewig in meiner Sammlung ist, aber nie dazu kam, es zu spielen. Das ist leider sehr häufig der Fall bei den Spielen, was ich sehr, sehr traurig finde. Sie scheint verschlossen, okay. Sie ist verschlossen, aber können wir wahrscheinlich bald nochmal öffnen. Oh mein Gott. Hätte ich mich gerade erschrocken. Alter, Junge, da hängt einfach mal eine Frau hängt da einfach mal. Schrotflinte, oha. Okay. Aber er ist infiziert. Bruce McGiven heißen wir, okay. So, wir können ja mal gucken, was haben wir denn sonst hier. Handbuch im Geheimdienst. Guten Morgen, Bruce. Dein Ziel ist dieses Mal ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma Umbrella mit Namen Morpheus, den wir gerade wahrscheinlich im Film gesehen haben. Er hat das T-Virus gestohlen und den Kreuzer der Firma entführt. Deine Aufgabe ist es, in den Kreuzer einzudringen und unverzüglich einen Lagebericht an die Basis der strategischen Einheit zu senden. Wir haben einige Sachen für dich vorbereitet. Viel Glück. Objekte zu deiner Standausrüstung, einer Handfeuerwaffe und ein paar Sachen als erste Hilfe für den Notfall. Während der Mission wirst du jedoch ein paar weitere nützliche Dinge finden. Einige davon sind wichtig für die Lösung der Aufgabe, zum Beispiel Schlüssel für verschlossene Türen und spezielle Werkzeuge. Warum ist das? Ja, egal. Im Modus Schleichen wirst du die Objekte übrigens eher bemerken und finden. Wahrscheinlich dann eher L2, ne? Bei jeder Verletzung, die du erhältst, ändert sich dein Status wie folgt. Okay, Achtung und Gefahr. Aha. Lass dir deinen Status anzeigen mit der Status und versuche, okay. Im Nahkampf gegen zwei oder mehr Gegner wirst du mit großer Sicherheit verletzt. Bist du von Gegnern umstellt, solltest du dich daher schnell bewegen und den Abstand zwischen dir und ihnen zu vergrößern. Dann nimmst du sie aus der Distanz ins Visier. Wirst du in die Ecke gedrängt, so kannst du mit dem Befehl Escape entkommen. Okay. Deine Munition ist begrenzt. Du solltest deshalb nur feuern, wenn es wirklich nötig ist und dabei stets auf die verwundbarste Stelle deines Gegners zielen. Zwar kannst du nur eine begrenzte Menge Patronen mitnehmen, dafür aber beliebig oft neue holen. Okay. Okay, dann wissen wir ja Bescheid, was wir jetzt für eine Mission haben. Aber trotzdem gefällt es mir nicht, dass da einfach eine Frau rumhängt. Ich meine, sie wurde gebissen, aber hey. Die Karte des oberen Decks. Es hält immer noch etwas. Ein Schlüssel wahrscheinlich, ne? Ja.
hätte jetzt eigentlich erwartet, dass der aufsteht. Irgendwie werde ich jetzt gleich aufstehen. Ja, die Frau. Echt jetzt? Okay. Okay, hätte ich mich geirrt. Okay, mit einem Kartenschloss. Also mit der Steuer muss ich mich noch gewöhnen. Ich glaube, das war ein Heady. Scheint verloschen, genau. Die nicht. Ich denke mal, die wird auch verschlossen sein, genau. Die Leiche ist verschwunden. Okay. Ja, genau, wir sind im gleichen Raum, nur auf der anderen Seite, verstehe. Ja, oder von da kamen wir dann, oder? Wir haben eine Karte, ne? Das hilft mir unnormal. Um anzuzeigen, wo wir sind, finde ich super. So, kommen wir da wieder, wo wir gerade sind. Nee, an einem anderen Ort, der mir auch nicht gefällt. Und hier hat ein Kartenschloss, oder? Jungs, hier sind überall Leichen. Notruf per Fax aus der Zweigstelle Paris.
Datum 18. September 2002 an, interner Vertrieb, Empfang Roberto. Es wurden heute 3 Proben des T-Virus hier aus dem Pariser Labor entwendet. Der Hauptverdächtige ist Morpheus D. Duval, der für die Forschungsabteilung im Hauptquartier gearbeitet hat. Er scheint in irgendeiner Form Vergeltung an unserem Unternehmen üben zu wollen. Wir senden diese allgemeine Warnung deshalb an alle Abteilungen. Wir bitten alle, die die Informationen zu dieser Angelegenheit haben, diese unverzüglich an das Hauptquartier weiterzuleiten. Mit freundlichen Grüßen, Umbrella Corporation Paris. Der wird gleich aufstehen. Besucherkarte. Das war so klar. Ach, hinter mir auch. Super. Die Grafik ist zwar nicht optimal so, ne, aber was haben wir denn hier? Kräutermedizin. Mhm. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, die ganze Zeit zu ballern, so, aber ich weiß nicht, ich will hier. Oha, grüne Kräuter kriege ich aber viele, ne? Ich wollte ja eigentlich noch ganz gerne weiter. So, doch, da ist der Kopf dran. Ich dachte schon, der wurde abgerissen, ey. Ich will nicht noch Munition. Scheiße. Ich habe gleich keine Muni mehr. Scheiße. Ja, sollte ich vielleicht nicht ballern, ne? Sondern mehr rennen. Wie hier zum Beispiel. Super, da ist eine Karte. Ich weiß gar nicht, von wo ich jetzt gerade eigentlich kam. VIP-Raum waren wir. Und war hier hinter uns gerade jemand? Dafür sind hier die Leichen komplett weg. Okay, da ging es nicht weiter. Stairs of Hall auch nicht. Genau, die Leichen hier sind wieder weg. Ah.
Ah, verstehe. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Ich bin leider ein schlechter Resident Evil Spieler. Aber ich versuch's einfach mal. Na, mehr als Game Over gehen kann ich ja eh nicht. Dann tut's mir leid. Ach du Scheiße. What's your name? Cooperation is too much to ask for on our first date. Might I suggest we simply stay out of each other's way? Fong-Li, that's my name. Interessant.